Mach die Wand nicht kaputt, Papa. Sei nicht albern, Peppa. Kinderleicht. Oh, so war das aber nicht gedacht. Papa Wutz hat ganz viele Risse in die Wand gemacht. Oh, Papa, jetzt ist die Wand kaputt. Ach was, die paar Risse, da hängt das Bild drüber. So. Ich sehe die Risse immer noch, Papa. Ja, ich werde den Nagel rausziehen und die Risse zuspachteln. Mach keine Sauerei, Papa. Sei nicht albern, Peppa. Gleich habe ich ihn. Oh! Oh, Papa! Jetzt ist die Wand aber richtig kaputt. Meinst du, dass Mama was merkt? Ja, das wäre gut möglich. Schnell, Schorsch! Was machen die beiden? Papa, wir können dich sehen. Papa Wutz muss die Wand reparieren, bevor Mama Wutz nach Hause kommt. Ziegelstein bitte. Zuerst füllt Papa Wutz das Loch mit Ziegelsteinen. So. Als nächstes verputzt Papa Wutz die Steine. Hohoho, kinderleicht. Dann streicht Papa Wutz die Wand an. So gut wie neu. Die Wand ist repariert. Hurra! Aber guckt euch mal diese Sauerei an. Du meine Güte, hier muss aufgeräumt sein, bevor Mama kommt. Wir müssen das Auto waschen, bevor wir losfahren. Du hast recht, Mama Wutz. Mama, kann ich beim Waschen helfen? Ja, wenn du möchtest. Hurra! Papa Wutz wäscht das Dach. Mama Wutz wäscht die Motorhaube. Peppa wäscht die Türen. Schorsch würde gern die Fenster putzen. Aber er ist zu klein. Komm, Schorsch, ich helfe dir. Oh je, Schorsch hat seinen Schwamm in eine Matschepfütze fallen lassen. Schorsch, du machst ja alles wieder ganz schmutzig. Ich mach das mal sauber. Peppa, nimm nicht das Schmutzwasser. Oh je, jetzt ist das Auto aber wirklich schmutzig. Oh. Macht ja nichts. Wir nehmen den Gartenschlauch und spritzen es ab. Ja, ja. Ich halte den Schlauch. Peppa hält den Schlauch und Papa Wutz stellt das Wasser an. Wo bleibt das Wasser? Oh, Peppa, halt! Entschuldigung. Oh. Papa Wutz, bitte stell das Wasser ab. Beton ist ein Baumaterial, hergestellt aus Sand, Wasser und chemischen Zusatzstoffen. Kapitel 1. Sand. Peppa, Schorsch und Mama Wutz sind eingeschlafen. Es ist Morgen. Peppa und ihre Familie fahren zur Bücherei. Boah, hier stehen aber viele Bücher. Sch, Peppa. In einer Bücherei muss man leise sein. Warum? Weil die Leute zum Lesen hierher kommen und dabei wollen sie Ruhe haben. Der Nächste, bitte. Frau Mümmel ist die Bibliothekarin. Hallo, Mama Wutz. Möchten Sie diese Bücher zurückgeben? Ja, Frau Mümmel. Immer her damit.
Warum macht der Computer so ein Geräusch? Er schaut nach, ob vielleicht jemand schusselig war und ein Buch zu lange behalten hat. Ich fürchte, ich habe dieses Buch tatsächlich ein bisschen zu lange behalten. Keine Sorge, Papa Wutz. So schlimm wird es wohl nicht sein. Was? Papa Wutz, Sie haben dieses Buch ja schon seit 10 Jahren. Schusseliger Papa. Entschuldigung, Frau Mümmel. Geht schon in Ordnung. Jetzt können Sie sich ein neues ausleihen. Frau Mümmel, dürfen Schorsch und ich uns jetzt auch ein Buch ausleihen? Gern. Die Kinderbuchabteilung ist hier drüben. Oh, guck mal. Über Feen, Blumen, Prinzessinnenkleider. Hallo, Peppa. Oh, hallo, Klausi. Ich leihe mir ein Buch über Fußball. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Ich leihe mir ein Buch über Krankenschwestern. Schorsch hat sich ein Buch über Dinosaurier ausgesucht. Claudia. Guck mal, was ich gefunden habe. Betonmischen Band 2 für Fortgeschrittene. Da kommt Opa Kleff mit Klausi Kleff. Hallo, Peppa. Hallo, Klausi. Wir haben uns verfahren. Wieso? Ist denn euer Navi kaputt? Navi? Du fährst doch das Wohnmobil T3200. Da ist dein Navi serienmäßig. Willkommen im Fahrzeug der Zukunft. Ah, dafür ist also dieser Knopf da. Wohin soll die Fahrt heute gehen? Das Wohnmobil kann ja sprechen. Ganz schön clever, oder? Die Computerstimme hilft euch, den Weg zu finden. Aber woher weiß sie denn überhaupt, wohin wir wollen? Du sagst es ihr. Hallo, liebe Frau Wohnmobil. Hallo. Wir wollen in die Ferien fahren. Kannst du uns den Weg sagen? Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Danke für deine Hilfe, Opa Kleff. Aber gerne. Genießt eure Ferien. Wir fahren in die Ferien in unserem Wohnmobil. Achtung, Achtung, das Öl ist fast leer. Was ist Öl? Öl hilft dem Motor zu laufen wie geschmiert. Und ist das Öl denn jetzt schon weg? Nein, diese Warnungen kommen immer lange im Voraus. Das Öl ist jetzt leer. Ach, herrje. Zum Glück habe ich noch eine Dose Öl als Reserve dabei. Sehr gut, Papa Wutz. Wir füllen einfach das Öl in den Motor und dann... Oh. Was ist los? Hier ist überhaupt nichts drin. Der Motor ist weg. Da kommen Frau Locke und Luzi Locke. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Wir haben unseren Motor verloren. Euren Motor verloren? Ja. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich würde ja gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung von Motoren. Vielleicht irre ich mich ja, aber genau genommen sieht dieses Teil hier wie ein Motor aus. Ach ja, gut beobachtet, Frau Locke. Das ist unser Speicher. Boah, ist der aber voll. Ja, er ist voll mit altem Kram. Peppa und Schorsch helfen uns, ein paar Sachen wegzuschmeißen. Gut, dann fangen wir am besten mit dieser Kiste an. Nein, nicht diese Kiste. Brauchen wir das denn noch? Das ist doch mein Buddelschiff. Und das? Das ist mein anderes Buddelschiff. Und diese hier? Das sind meine noch anderen Buddelschiffe. Ich brauche sie alle. Tja, aber irgendwas müssen wir wegschmeißen. Wie wär's mit dieser Kiste? Nein, nicht meine Hüte. Oh je, wir können uns nicht entscheiden, was wir wegschmeißen. Ich weiß was. Wir lassen Peppa und Schorsch entscheiden. Oh ja. Dann schmeißen wir diesen alten Koffer weg. Oh, nicht der Koffer. Das ist nicht irgendein alter Koffer. Das ist ein Plattenspieler. Und das war unsere Lieblingsplatte. Können wir sie hören? Ja. Die haben wir schon seit Jahren nicht mehr gehört. Das ist wie früher. Na los!
George, lasst uns tanzen. Mama Wutz kommt, um Peppa und George abzuholen. Hallo? Wo seid ihr? Mama Wutz kann niemanden finden. Was sind das für Geräusche? Peppa und ihre Familie essen Spaghetti. Köstlich. Gibt es noch mehr Spaghetti? Papa Wutz, du hattest doch schon 3 Portionen. Essen gibt mir Energie. Und ich brauche Energie für meinen Spendenlauf. Du musst für deinen Lauf aber auch noch trainieren. Wie wäre es, wenn ich heute das Essen trainiere und morgen trainiere ich das Laufen? Nein, Papa. Du musst sofort mit dem Lauftraining anfangen. Oh. Komm jetzt, Papa. Du bist... Das ist einfach. Es ist einfach, bergab zu laufen. Es ist schwer, bergauf zu laufen. Ich glaube, ich hätte besser nicht so viel Spaghetti gegessen. Der Tag des Spendenlaufs ist gekommen. Madame Gazelle hat eine Karte, die zeigt, wie weit Papa Wutz laufen muss. Wenn Papa Wutz es bis hierhin schafft... Bis zum Supermarkt. Dann bis hierhin... Zur Tankstelle von meinem Opa. Danach die ganze Strecke bis hierhin... Burg Wetterstein. Dann haben wir bestimmt genug Geld zusammen, um das Dach reparieren zu lassen. Ich starte sofort. Achtung, fertig, los. Ich hab's geschafft. Jetzt können wir feiern. Dummer Papa. Das ist doch bloß der Plan. Ja, genau. Und jetzt geht es los zur echten Burg Wetterstein. Oh. Achtung, fertig, los. Hurra! Weiter so, Papa Wutz. Du kannst es schaffen. Weiter so, du kannst es schaffen. Der Bus hat Burg Wetterstein erreicht. Alle freuen sich auf das leckere Picknick. Wasser! Wasser! Was für ein schöner, heißer Tag! Und was für eine gemütliche Art, an Geld zu kommen! Wasser! Luzi Locke und ihre Mutter holen Peppa zur Spielgruppe ab. Hallo, Peppa! Hallo, Luzi! Viel Spaß in der Spielgruppe! Bis bald, Mama! Arbeite schön! Frau Locke, arbeitest du oder spielst du heute? Na, ich arbeite heute und zwar so richtig hart. Ich gehe zum Sport. Und was machst du so beim Sport? Laufen, springen und hüpfen. Mama, das ist keine Arbeit. Das ist Spielen. Peppa und Luzi sind bei der Spielgruppe angekommen. Hallo zusammen. Hallo Peppa. Hallo Luzi. Hallo Kinder. Heute spielen wir Einkaufsladen. Oh. Wer möchte gern Verkäufer sein? Ich. Peppa und Luzi sind die Verkäufer und alle anderen können die Kunden sein. Peppa und Luzi tun so, als wären sie Verkäuferinnen. Aber was müssen wir denn jetzt tun? Also, ich kassiere das Geld, Luzi. Und du räumst die Regale ein. Ja, gut. Klausi Kleff ist der erste Kunde. Hallo, Frau Verkäuferin. Hallo, Herr Kleff. Ich hätte gerne eine Packung Kekse. Luzi, haben wir eine Packung Kekse? Nein, aber ein blaues Spielzeugtelefon. Und wie viel kostet das denn? Das macht genau 100 Euro, bitte. Danke sehr. Der nächste, bitte. Hallo, Verkäuferin. Kann ich bitte ein großes Brot bekommen? Nein, aber Sie können ein Puppenhaus haben. Brauchen Sie auch eine Tüte dazu, mein Herr? Ja, gern. Die kostet dann 1 Cent, bitte. Oh, ich habe gar kein Geld dabei. Sie können ja beim nächsten Mal bezahlen. Boah, das ist ganz schön viel Arbeit. Ja. Hallo zusammen. Muss wieder los. Haufenweise Müll zusammen. Tschüss. Tschüss. Hä?
Herr Bulle hat unseren Mülleimer ausgeleert. Gut, der Frühstückstisch muss abgeräumt werden. Können wir mithelfen, Mama? Ja, natürlich. Ich werfe diese leere Flasche in den Mülleimer. Peppa, stopp! Was ist? Wir werfen Flaschen nicht in den Mülleimer. Die kann man recyceln. Was bedeutet das? Alles, was wir nicht mehr gebrauchen können, werfen wir in den Mülleimer für Herrn Bulle. Aber all das, was man wiederverwerten kann, kommt in diese Sortierkörbe. Der rote ist für Zeitungen, der blaue ist für Blechdosen und der grüne ist für Flaschen. Peppa, du hast eine Flasche. In welchen Korb kommt die also? In den grünen. Ja. Das macht Spaß. Jetzt ist George dran. Findest du eine Zeitung für den roten Korb? George möchte Papa Wutz Zeitung recyceln. Hoho, ich bin aber noch nicht ganz fertig mit meiner Zeitung, George. Du kriegst die in einer Minute. Ist ja gut. Hier, bitte sehr, George. Zeitungen kommen in den roten Korb, George. Jetzt haben wir so viele Sachen gesammelt. Jetzt gehen wir zum Wertstoffhof. Hurra! Auf geht's! Mama Wutz hat die Flaschen, Peppa hat die Blechdosen und George hat die Zeitungen. Sind alle soweit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Kuckuck. Kuckuck. Du bist ja ein kleiner, lauter Kuckuck, George. Kuckuck. Guckt, da drin tut sich schon was. Ui. Dummer Schorsch, du hast ihn verpasst. Der Kuckuck war wirklich einsame Spitze. Guck so, Kuckuck. Und du hast es verpasst. Ist nicht schlimm, Schorsch. Du siehst den Kuckuck beim nächsten Mal. Ja, aber du musst warten. Der Kuckuck kommt nur einmal in der Stunde. Warten ist langweilig. Komm, Schorsch, wir spielen draußen. Schorsch will nicht nach draußen. Er wartet auf den Kuckuck. Es ist beinahe 10 Uhr. Schorsch hat fast eine Stunde auf den Kuckuck gewartet. Schorsch, komm zum Spielen. Dein Sausier will auch, dass du zum Spielen kommst. Grrr. Grrr. Sausier. Schorsch hat den Kuckuck wieder verpasst. Nicht weinen, Schorsch. Spiel doch ein bisschen im Garten. Ich ruf dich dann, wenn es Zeit für den Kuckuck ist. Fang ihn, Schorsch. Es ist fast 11 Uhr. Peppa, Schorsch, gleich ruft der Kuckuck. Schnell, Schorsch, damit du ihn nicht wieder verpasst. Oh. Schorsch rennt so schnell wie nie zuvor. Und? War da der Kuckuck? Kuckuck, Kuckuck. Kuckuck, Kuckuck. Peppa und George spielen gerne Kuckuck. Hallo, Opa Wutz. Wir sind unterwegs. Vortrefflich. Vortrefflich. Opa Wutz und Polly Piepmatz bewachen den Piratenschatz. Möge die schwarze Galeone schnell und der Rückenwind mit uns sein. Was heißt das denn? Alle Mann zum Boot. Ho, ho, ho. Hiya. Und stopp, zieht eure Schwimmwesten an. Auf dem Boot von Opa Kleff müssen alle Kinder eine Schwimmweste tragen. Dieser lausige Captain Kleff sollte längst hier sein. Hier ist eine schöne Tasse Tee, Opa Wutz. Oh, danke, Oma Wutz. Na, endlich! Sind jetzt alle soweit? Herr Captain Kleff, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Ich auch! Ich auch! Ich auch! Ich auch! Und ich! Wo bleiben die denn so lange? Hallo,
Opa Kleff? Ich dachte, ihr wärt schon längst unterwegs. Ja, ja, wir sind fast da. Ich musste nur noch die Mannschaft zusammentrommeln. Ankerlichten! Volle Segel! Piraten sind wir nie, und stechen wir in See und holen uns den Schatz, mein Zauberheuchel. Land in Sicht! Die Kinder sind am Garten von Opa Wutz angekommen. Der Plan ist, den Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hip, hip, hurra, Piraten! Psst, Mama! Ich hoffe, dass keine Piraten hier sind. Die haben es nämlich auf meinen schönen Schatz abgesehen. Peppa und ihre Freundin holen den Schatz, ohne erwischt zu werden. Es sind Schokoladentaler. Alle lieben Schokoladentaler. Lecker, lecker, lecker! Zeit für den Nachmittagsschmaus. Mama Wutz hat eine Überraschung. Heute backen wir leckere Pfannkuchen. Pfannkuchen? Wie köstlich! Ich liebe Pfannkuchen. Alle lieben Pfannkuchen. Ich bin Fachmann im Pfannkuchenwenden. Das mach ich. Bist du sicher, Papa Wutz? Letztens warst du ein bisschen grantig, als der Pfannkuchen auf dem Boden lag. Ich war gar nicht grantig. Das lag doch nur an der Bratpfanne. Mami, dürfen wir beim Backen helfen? Bitte. Ja, helft mir beim Teig rühren. Zuerst kommt das Mehl in die Schüssel. Oh. Nun kommt das Ei hinzu. Dann die Milch. Und jetzt wird alles verrührt. Mami, kann ich rühren? Ja, natürlich, Peppa. Rühren macht Spaß. Das findet Schorsch auch. Nein, Schorsch, so geht's. Danke, das reicht fürs Erste. Ihr setzt euch an den Tisch und ich backe die Pfannkuchen. Jetzt wendet Mama Wutz den Pfannkuchen. Hurra! Das ging aber noch höher, Mama Wutz. Zeig mir wie, aber mit deinem eigenen Pfannkuchen, Papa Wutz. Der erste Pfannkuchen ist für Schorsch. Mama Wutz träufelt ein bisschen Sirup drauf. Köstlich. Dieser Pfannkuchen ist für Peppa. Hurra! Wo ist das Picknick? Der beste Platz wäre hier drin. Das ist aber kein Picknick. Dann muss es hier sein. Das ist auch kein Picknick. In dieser Küche steht nichts am richtigen Platz. Oi, ein Fernseher. Papa Wutz kann das Picknick nicht finden. Das ist doch unmöglich. Wenn das meine Küche wäre, hätte ich das Picknick hier. Oh, gut gemacht, Peppa. Peppa hat das Picknick gefunden. Köstlich. Oh, da sind die Enten. Hallo, Enten. Wollt ihr etwas Brot? Peppa und Schorsch lieben es, die Enten zu füttern. Passt auf, Schilfgras voraus. Kein Problem. Opa Wutz Boot kommt da bestimmt gut durch. Stecken wir fest? Nein, wir setzen zurück. Stecken wir jetzt fest? Ja. Oh je, das Boot von Opa Wutz steckt im Schilf fest. Ich versetze ihm einen kleinen Stoß. Vorsicht bitte, Papa Wutz. Ich weiß, was ich tue. Wenn ich jetzt sage, Maschinen starten. Ei, ei, Captain Papa Wutz. Jetzt! Papa Wutz hat das Boot aus dem Schilf geschoben. Hurra! Schnell, Papa, spring wieder ins Boot. Oh nein, Papa Wutz ist viel zu langsam. Oh. Schwimm schneller, Papa! Halt die Maschine an! Was hat er gesagt? Halt die Maschine an! Papa sagt, halt die Maschine an! Oh!
Geht es dir gut, Papa Wutz? Ja, alles bestens. Aber kehren wir um, bevor uns noch mehr Abenteuer zustoßen. Ei, ei, Captain Papa Wutz. So, jetzt guckt noch mal ganz genau und prägt euch alles ein. Der kleine Fisch, Teddy, das Schachtelmännchen und Herr Dinosaurier. Habt ihr euch alles gemerkt? Ja. Na gut. Jetzt müsst ihr für einen Moment rausgehen. Ich rufe euch, wenn ich fertig bin. Das hört sich an, als ob Papa nach oben geht. Und jetzt kommt er wieder runter. In Ordnung. Jetzt könnt ihr wieder reinkommen. Eine Sache fehlt jetzt auf dem Tisch. Wisst ihr welche? Herr Dinosaurier ist da. Der kleine Fisch, Schachtelmännchen. Also, wer fehlt dann? Teddy! Stimmt, genau. Teddy ist weg. Gut gemacht, Pepper und George. Das war ganz einfach für uns. Wir sind berühmte Detektive. Ah, das war auch nur das halbe Rätsel. Wo ist Teddy hin? Oh, weiß ich nicht. Was sind denn das für kleine Dinger auf dem Boden? Das sind Kuchenkrümel. Durch die Lupe kann man die Kuchenkrümel sehr gut erkennen. Ich frage mich, ob Teddy Kuchen gegessen hat. Und die Krümel führen hier entlang. Teddy hat aber viel Kuchen gegessen. Die Krümel führen ins Kinderzimmer von Peppa und George. Oh, hier sind keine Krümel mehr. Wie können wir Teddy finden? Du kannst mir Fragen stellen, aber ich antworte nur mit Ja oder Nein. Okay, ist Teddy hier im Zimmer? Ja. Ist Teddy in Georges Bett? Nein. Ist Teddy irgendwo hoch oben? Ja. Teddy ist in meinem Bett. Hurra! Das Rätsel ist gelöst. Ho, ho. Willst du immer noch Detektiv werden, wenn du groß bist, Peppa? Detektiv sein ist ziemlich schwer. Liebe Güte, ist der Riesenkoffer von Elena? Ja, Elena hat ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Lauter Dinge, die es hier nicht gibt. Käse, Brot, Tomaten, Wasser. Au revoir, Elena. Ich komme dich morgen Abend wieder abholen. Wo soll ich Elenas Gepäck hinbringen? In mein Zimmer, nach ganz nach oben im Haus. Oh. Und das ist dein Gepäck für nur eine Übernachtung? Oh ja. Yeah. Deshalb ist es ja auch nur ein ganz kleiner Koffer. Oh. Also, Elena ist ja hier, um Deutsch zu üben. Wir müssen ihr alle dabei helfen. Ja, klar, Mama. Zuerst muss ich mich entschuldigen, dass ich noch nicht gut Deutsch spreche. Oh, du sprichst nicht so schlecht. Das ist sehr nett, Monsieur Wutz. Aber darf ich Ihnen eine Frage zur deutschen Sprache stellen? Aber natürlich. Ich bin Experte für Sprache. Frag nur. Sind Infinitive eine Form unregelmäßiger Verben oder intransitiven Pronomen? Es ist ja wirklich schon spät. Sollen wir nicht Elenas Bett machen? Mama, Mama, kann Elena nicht in meinem Bett schlafen mit einem Kissen an jeder Seite? Gute Idee, Peppa. Peppa und Elena schlafen im selben Bett mit einem Kissen an jeder Seite. So, Kinder. Versucht zu schlafen. Morgen wird ein aufregender Tag. Elena geht mit in eure Spielgruppe. Boah! Dormez bien. Dormez bien ist Französisch und heißt schlaft gut. Ich bin noch gar nicht müde. Wir können ja was singen, um müde zu werden. Ja! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, sonne les matines. Bei dem schönen französischen Lied schlafen alle ein. Ding, dong, dong. Oh, ja, da fand er die wunderhübsche Prinzessin Peppa. Und Sir George, den tapferen Ritter. Und ein Koch, der kochte das leckerste Essen der Welt. Mama Wutz, Papa Wutz und Opa Wutz warten mit dem Essen. Ich sehe mal nach, wo Oma Wutz bleibt. Und
Und was kommt jetzt in der Geschichte? Ungezogene Oma Wutz, du hast sie geweckt. Wir schlafen ja wieder ein, wenn die Geschichte fertig ist, Opa Wutz. Ich bin gut im Fertigerzählen, Oma Wutz. Du kannst runtergehen. Ich komme gleich nach. Da ist ein Junge, eine Bohnenranke, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter und ein Koch mit dem leckersten Essen der Welt. Und als sie mit dem leckeren Essen fertig waren, schliefen alle ein. Ende. Und alle wachten wieder auf und dann kam ein Zauberer. Ein Zauberer? Ja, ein Zauberer. Der macht eine große Zaubershow. Ah, aber... Dann kam auch noch ein schrecklicher Drache. Oma Wutz, Mama Wutz und Papa Wutz warten immer noch mit dem Essen. Diese Gute-Nacht-Geschichte scheint nicht zu wirken. Ich bin hier der Experte für Gute-Nacht-Geschichten. Bei mir schlafen sie 0, nichts. Ah, ein schrecklicher Drache! Peppa, George, ab ins Bett. Aber Opa ist doch noch nicht mit der Geschichte fertig, Papa. Die erzähle ich zu Ende. Ich komme in einer Minute. Also, da ist ein Junge, eine Bohnenranke, ein Schloss, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter, ein Koch, ein Zauberer und ein schrecklicher Drache. Und ein sehr hungriger König. Sie speisten alle zusammen und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. George, du hast nicht doll genug gepustet. Ich weiß, wie George Seifenblasen machen kann. Steck den Stiel in die Seife, halt ihn hoch und schwenk ihn dann herum. Blasen! Es geht noch besser, wenn man damit rennt. Warte auf mich! George macht es Spaß, Blasen zu machen. Und Peppa macht es Spaß, sie platzen zu lassen. Ja, Seifenblasen! Oh je, die Seifenblasen sind alle. Papa, Mama! Die Seifenblasen sind alle. Keine Sorge, Peppa, ich habe eine Idee. Mama Wutz, hol mir bitte einen Eimer. Ja, Papa Wutz. Peppa, hol mir etwas Seife. Ja, Papa Wutz. Und George, hol du mir den alten Tennisschläger. Ein Eimer, etwas Seife, ein Tennisschläger? Was hat Papa Wutz damit vor? Erst brauche ich Wasser. Dann die Seife. Und jetzt bitte den Tennisschläger. Vielen Dank. Und jetzt zieht mal her. Oh, Papa Wutz hat seine eigenen Seifenblasen gemacht. Alle mir nach. Kommt alle mit. Pass auf, Papa Wutz. Nicht, dass du hinfällst. Mir passiert schon nichts. Oh. Papa Wutz, weißt du, wo du hingehst? Ja, natürlich, Mama Wutz. Ich glaube, wir finden unser Haus niemals wieder. Sicher finden wir es wieder, Peppa. Wir sind bloß in unserem Garten. Oh, die Enten. Hallo, ihr Enten. Habt ihr euren Teich verloren? Wir haben uns verlaufen. Wir haben uns nicht verlaufen. Ich weiß genau, wo wir sind. Auf Wiedersehen, ihr Enten. Viel Glück beim Teichsuchen. Oh. Papa Wutz hat den Ententeich gefunden. So ein Glück. Ja, ein echter Glücksfall. Papa, die Enten sagen Dankeschön. Es war mir ein Vergnügen, liebe Enten. So, jetzt suchen wir unser Haus. Ich bin sicher, es geht hier lang. Hallo!
Habt ihr auch was gehört? Ja, ich glaube, ich hörte, wie jemand sagt... Hallo! Es ist Frau Löffel mit Luisa und Linus. Hallo, Peppa, wir haben uns verlaufen. Hallo, Luisa, wir uns auch. Wir wollten eigentlich zum Spielplatz gehen. Ja, wir auch. Aber es ist zu neblig, um dahin zu kommen. Alle Mann hier lang. Zurück zu unserem Haus, bis der Nebel sich verzieht. Papa Wutz, weißt du, wo du hingehst? Natürlich weiß ich das. Hier lang. Ja, Papa Wutz. Aha, ich habe unseren Hügel gefunden. Gleich sind wir zu Hause. Hurra! Unser Haus steht nämlich genau hier. Oh, Papa Wutz hat eine Leiter gefunden. Das ist komisch. In unserem Garten gibt's keine Leiter.